Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Wir öffnen ein Premium-Gold-Set und hoffen auf Lewandowski, Robben, Ribéry, Neuer, diese ganzen Leute halt. Die hätte ich schon gerne. Götze wäre auch nicht verkehrt. Alex. Transferliste. Schade. Ob wir jemals hier Glück haben und so einen Megaspieler ziehen? Ich glaube fast nicht dran. Eintracht Frankfurt, drittes Trikot, will auch niemand auf der Welt haben. Aber schön, dass es drin ist. Unsere Bilanz seht ihr oben links. 41 zu 14 zu 47. Fast ausgeglichen. Aber leider auch nur fast. So, Online-Saison. Nächstes Spiel. Oh, da ist jemand verletzt. Luis Gustavo. Warum, was hast du denn? Was hast du denn? Der ist am Knie verletzt. Dann schauen wir doch mal, ob wir da nicht was am Knie finden. Kopf, Oberkörper, Arm, Knie. So, da ist er wieder fit. Fitness könnte auch mal im Teamtraining angewandt werden. So, alle wieder fit, wunderbar. Dann gehen wir ins nächste Spielchen nach dem sehr spannenden 1:1 in der letzten Folge. Gegen nur Ben. Spielen wir jetzt gegen Armenios. Er spielt weiß, okay, dann spiele ich rot. Er hatte nämlich gerade auch noch rot angewählt. Und FC Armenia, okay. Mit Robben. Aber sonst, der linke Verteidiger ist scheiße. Wir sollten also viel über die linke Seite kommen. Weil der ist nicht so stark, der linke Verteidiger. Eigentlich ist nur Robben stark. Sonst, naja, der ZOM, den ich nicht kenne, der ist auch in Ordnung, da muss ich aufstoßen, Entschuldigung. Partie, heute muss ein Dreier her. Heute muss ein Dreier her. Fantastische Atmosphäre. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Was macht er? Die gelbe Karte. Gelbe Karte in der ersten Minute, sauber. Aber diese Linie muss er jetzt Christian Ledesma. I don't know you. Sehr schön gemacht. Uah, das war sehr scheiße gemacht. Ja, trudelt ist auch übertrieben. Ach, Aschavin spielt da auch mit. Andrei Aschavin. Arsch-Avin. Arsch-Erwin. Saranda, der Ball lag doch da frei rum. Warum nimmt ihn denn keiner? Sehr schön. Wie der immer fault. Da sehe ich aber noch die gelben Karten fliegen. Und nicht sogar gelb-rote Karten hier später. Nach 7. Minute schon zwei gelbe Spieler ist natürlich auch gut. Können wir eigentlich mal zu irgendjemandem spielen da, zu dir zum Beispiel. Du spielst direkt wieder runter, du spielst direkt wieder hoch, du spielst direkt nach da. Ah! Sehr schön, da haben wir ihn gleich wieder. Gündogan! Kann er sich den Ball holen? Ledesma. Halt. Jetzt hat der gerade Vorteil. Warum das denn? War doch gar nichts. Sehr schön dazwischen gegangen. Sehr, sehr schön. Ja, der war... Okay, der kommt noch an. Der kommt auch noch an. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Nein, der war schlecht. Aber haben wir wieder, haben wir wieder. Sehr schön. Ah, der war schlecht. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ball. Haben wir wieder. Benatia. Ah, da muss ihm den Ball entgegenkommen, Kollege. Sehr schön. Genau so entgegenkommen, genau so. Da grätscht er schon wieder hier rein. Ich will den... Warum kann ich hier nicht den Reus da unten nehmen? Nein, Pfosten! Oh. Fuck. Ich hätte gern den Reus unten gehabt. Der wäre viel besser. Der hatte nämlich keinen Gegenspieler. Aber ich konnte nicht auf den wechseln. What? Ach so. Er stellt was um. Ja, er stellt was um.
scheinbar viel. Oder Mami hat gerade gerufen. Essen ist fertig oder so. Oder er muss mal eben schnell masturbieren. Kann natürlich auch sein. Er scheint noch nicht wieder da zu sein. Ich frage mich, ob der gleich einen automatischen Abstoß macht oder was. Weil sonst passiert hier nie mehr was. Es kommt ein Abstoß. Oh, der kommt fast direkt zu mir. Okay, er ist nicht da. Er ist nicht da. Oh! Schade, De Bruyne. Schade, De Bruyne. Ist er wieder da? So schnell, wie er den Abschuss gemacht hat, scheint er wieder... Oh, da muss er hingehen zum Ball. Ich dachte, der wäre schon bei dir da gewesen. Er ist wieder da. Ja, ja, er ist wieder da. Er ist wieder da. Sehr schön. What? Der hat den noch. Kiesling. Man weiß es ja vorher nie so genau. Was bringt er heute, Frank? Und genau so musst du als moderner Stürmer heutzutage agieren. Vorne da sein, wenn es drauf ankommt, aber auch das Aufbauspiel des Gegners unterbinden. Sehr schön. Nein! Was? Er hat auf Freistoß entschieden. Was? Freistoß? So, da kommt nochmal die verpasste Chance von eben. Nee, kommt sie nicht. Reus. Nein, Reusi. Reusi, Boy. What are you doing? Naja, okay. Fernschüsse. Fernschüsse kannst du machen, da gehen die wenigsten von rein. Meiner Erfahrung nach zumindest. Marco Reus. Kiesling. Na? Ah. Ich dachte, er kommt noch ran. Cuado. Ein Versuch der Balleroberung. Aschavin am Ball. Sehr schön. Ah, da muss einer von oben dahin gehen zum Ball. Sehr schön. Was? Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Niemals war das ein Foul, ey. Niemals. Kopfball. Was? Aus 12, 13 Metern macht der einen Kopfball rein. Willst du mich eigentlich verarschen? Und jetzt wissen wir, warum er Mannschaftskapitän ist. Er macht das Ding. Absolut. Der Torwart reagiert gar nicht. Und warum steht der hinter dem? Oh Mann, ey. Roman Eremenko. Alter Vater. Ich habe Angst. Rausköpfen. Oh Gott, oder Torwart. Das ist natürlich auch gut. Da wird ihm ganz schön zugesetzt. Resultat, Ballverlust. Oh ja, starkes Zweikampf. Aha! Aber den hat hier schade. Alle sind aufgesprungen, verrückt, Mann. Alle sind echt aufgesprungen, Alter, krass. Warum kriegt denn da nicht einen Kiesling? Aschavinamber. Die verstehen sich blind. Luis Gustav. Ja, du brauchst, musst du auch nur hören können, um dich zu verstehen. Du musst ja nichts sehen. Kiesling. Nee, der war schlecht. Der war schlecht. Jetzt er ab. Und weiter heißt es aufgepasst. Alter Vater, ey. Kann man auch mal pfeifen, ey.
Pfeife. Das auch. Und war auch einer, der schon gelb hatte. Kiesling. Gündogan. Steht der denn da vorne rum? Einfach so. Achtung, genau hingeschaut. Er ist in Straucheln gekommen, aber er bleibt auf den Ball. Ja! Yes! Kevin De Bruyne, wird zum Goalgetter hier. Schön in Szene gesetzt, hier schön bei der Annahme den Ball an ihm vorbeigelegt und dann zack, Torwart verladen. Kevin De Bruyne. Oh, Luis Gustavo ist verletzt, gleich mal auswechseln in der Halbzeit. Deshalb stand er wahrscheinlich da vorne. Obwohl, der ist doch gerade ganz locker gelaufen. Ist jetzt einer verletzt hier oder nicht? Ja, dieser Gegentreffer so kurz eher nicht. Vor dem Pausentee, wenn's denn einen gibt, der tut natürlich eher nicht so. Dann lassen wir natürlich drin den Luis. Sonst haben wir noch den Thiago. Ich hoffe, ich habe den auf der Bank und nicht auf der Tribüne sitzen. Aber ich meine, ich habe Thiago noch auf der Bank, der uns dann den Dings ersetzen könnte. Aber er lässt sich wieder alle Zeit der Welt hier, Mann. Und da ich die Musik ausgeschaltet habe, ist es auch immer sehr still, wenn der Gegner was macht. Aber ich muss halt leider die Musik ausmachen, weil wegen GEMA. Das kennt man ja, das Problem. Er hat gewechselt, okay. Kokorin für Aschavi. Gut, dass alles in Ordnung ist. Bin ich ja froh. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Mein Spieler. Marco Reus. Oh, sehr schön. Nein, nicht so schön. Schade. Schade. Da wollte ich gerade den Steilpass spielen. Hat nicht ganz geklappt. Hat nicht ganz sollen sein. Nee. Da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungsstreifen. Ich bin auch nicht zufrieden mit dem Unentschieden. Hör mal, Alter. Bin ich auch nicht zufrieden mit dem. Ja! Yes! Boah, ich hatte so Angst, dass der normale Pass gar nicht zu ihm kommt, aber der normale Pass kam an, Alter. Der normale Pass kam an. Guckt euch das mal an, wie mit ihrem Popo-Sex da fertig sind. Und hier Kiesling. Der hält da den Ball und dann... Weil der rutschende Spieler, der mit der Kampf ist abseits aufgehoben. Oh, nice. Oh, jetzt, okay, wollen wir auch mal wechseln? Ach so. Hat er abgebrochen, Mann. Aber trotzdem habe ich gewonnen. Manu, immer diese Abbrecher. Yay, noch 4 Punkte bis zum Aufstieg. Also die Klasse haben wir gehalten. Jetzt noch 4 Punkte bis zum Aufstieg. Das sollte doch möglich sein. Und wir machen wieder ein Paketchen auf und hoffen auf einen guten Spieler. Was? Wer heldenhaftes Leistung verdient? Was ist das? Aha, toll. Komme ich auch hier in den Shop. Naja, gut. 42, 14, 47. Wir sind fast wieder ausgeglichen. Fast wieder ausgeglichen. Benat. Türö. Brauchen wir alles nicht, aber 1000 Münzen haben wir noch bekommen. Ein paar Vertragskarten. Ich habe 5300 Karten in meinem Verein. Alter Vater. So, auswählen. Objekt einlösen. Ding. Hallo, schöne Frau. Du wirst leider verkauft. Gut. Wollen wir nochmal gucken. Können ja mal gucken. Wir nehmen Goldspieler. Aus der Bundesliga. Minimaler Preis. Wir haben 80.000 Münzen. Dann gehen wir doch mal minimaler Preis so auf die 30.000, 40.000. Mal gucken, was es da für Spieler gibt. Ich glaube, die Folge ist ja jetzt ein bisschen kürzer. Mach mal mindestens 30.000. So, und dann mal suchen. Wen haben wir denn da? Lahm. Okay, wir sollten vielleicht maximal 80.000. Weil sonst können wir uns die anderen nicht leisten. Wir sollen nur die nehmen, die wir uns auch leisten können. Sonst macht's ja keinen Sinn. So. Gibt's denn da irgendjemanden? Naldo.
Nordweit, Hüntelaar, Choupo-Moting, Naldo, Hüntelaar, Nordweit, Naldo, Hüntelaar, Naldo, Choupo-Moting. Ah, das sind alle, okay. Dann machen wir den mal auf 20.000 runter. Gucken, was es da so gibt. Halt. Das kann doch nicht sein. Ich habe da eben welche gefunden mit Minimum 30.000. Man muss aber welche mit Minimum 15.000 geben, oder nicht? Hä? Was? Mindestens 0. Ah, da gibt es wieder welche, ja, okay. Aber, oh, Immobile in Orange, was ist das denn? Aogo, wollen wir irgendeinen von denen? Perisic, Hüntelaar, Choupo-Moting, ah, das war's schon, okay. Ne, das sind ja keine Spieler, die ich unbedingt haben wollen würde. Okay, dann, nein, möchte ich nicht verlassen. Ich nehme nämlich noch eine Folge auf. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und ich freue mich über Bewertungen. Bis zum nächsten Mal bei FIFA 15, euer Rainbow LP. Tschüsschen!